Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Remake Berserker Mod. Der Mod, der absolut alles verändert und uns vor eine ganz neue oder viele ganz neue Herausforderungen stellt. Ich bin sehr gespannt, was der Bauernhof jetzt für uns bereithält. Ne? Alles Areale, die ich zu meiner Resident Evil 4 Remake Höchstzeit in- und auswendig konnte und durch die ich nur noch durchgesprintet bin. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden und habe ein bisschen Angst vor dem, was uns hier eventuell erwarten konnte. Ein Hühnerei wird schon mal für uns gelegt. Das ist schon mal sehr freundlich, aber ja, gucken wir mal, was hier noch so kommt. Aktuell sieht der recht normal aus, ne? Oh, ich habe kein Messer mehr. Oh, das ist aber schlecht. Hätte ich vielleicht nicht so in den Nahkampf gehen sollen. Das habe ich irgendwie nicht so ganz überrissen. Oh, das ist wirklich jetzt schlecht. Oh, das ist jetzt aber wirklich schlecht. Hätte ich jetzt gern ein Messer, ey. Okay. Und der droppt Geld, weißt du? Droppt mir halt dann wenigstens ein Messer. Unverschämtheit. Naja, gut, okay. Dann halt kein Messer. Ich wollte eigentlich die Pistole leer schießen, dass ich sie verkaufen kann, ne? Dann halt kein Messer. Jetzt schaue ich mich aber echt gut um. Die Musik hat aufgehört. Hier sind keine Gegner mehr. Das wundert mich fast. Die kommen. Sobald ich in die Scheune gehe, bricht hier die Hölle los. Ich gucke nur gerade, dass wir hier noch ein bisschen Loot kriegen, ne? Wie gesagt, so ein Messer wäre schön. Pistolenmunition nehme ich natürlich auch immer gerne. Überhaupt keine Frage. Und die blauen Medaillen nehmen wir auch mit. Ah ja, stimmt. Und den Schatz hier auch. Nein, nicht nachladen. Ah, es ist Gewohnheit. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nichts dagegen tun. Ich will ja eigentlich leer schießen, damit wir sie verkaufen können, aber ich drück quasi, ne, nach jedem Schuss will ich automatisch fest einprogrammiert die Nachladentaste drücken. Muss ich mir jetzt echt abtrainieren hier. Nur, komm schon, Hirn. Komm, arbeiten wir einmal zusammen, Hirn. Ziehen wir einmal an einem Strang. Es ist nur für ein paar Minuten. Ich darf nur für 17 Schüsse noch nicht nachladen. Das ist alles. Oh Gott. Ich lad mal alles, was wir haben, hier rein. Ja, nee, 3 Schuss haben wir noch übrig. Naja, okay. Also immer noch nicht nachladen. Wir kriegen hier sogar noch eine Nebenmission. Die blauen Medaillen, das wird auch nicht abgeändert. Okay. So weit, so bekannt, ne? Unser Inventar ist ein bisschen voll, ne? Oh, ich kann aber auch nicht... Oh doch, ich kann was craften. Aber machen wir mal Gewehrmunition. Dann haben wir ein bisschen Platz. So. Ich könnte auch durchaus mal ein Ei essen. Uns geht es nicht mehr so gut. Ich esse mal ein weißes Ei. Und weißt du was? Das braune pfeifen wir uns auch rein. Dann sind wir fit. Jetzt gucke ich mir noch mal kurz um. Die Abkürzung würde vom... Oh! Okay. Oh, okay. Okay. Oh, oh. Okay. Okay. Oh, jetzt geht's aber los hier. Leon, spring doch durchs Fenster. Ja, nicht nachladen. So. Die können wir schon mal rausnehmen. Die wird jetzt verkauft. Ach. Ich fürchte fast, der andere kommt von hinten, oder?
Ah, der andere ist schon tot. Und der hatte das Zahnrad. Na dann, das ist gut. Ja, kein Messer. Na, damit, ich vergesse es immer. Okay. Ah, stopp. Nehmen wir einfach mal das. Nee, nehmen wir. Ja, komm. Ich brauche einfach ein Messer. Ich brauche ein Messer. Es gibt's doch nicht. Das Spiel muss mir jetzt echt ein Messer geben. Sonst wird das hier nichts mehr. Ist ja lächerlich. Ich kann überhaupt nichts machen. Ich bin ohne Messer voll aufgeschmissen. Aber das Spiel ist echt nicht spendabel, was Messer angeht, ne? Alles kriege ich. Oh nein. Alles geben sie mir, aber kein Messer. Oh, come on. Guckt euch das mal an hier. Guckt euch den Scheiß hier an. Hui, okay. Na, war doch halb so wild eigentlich. So, ne, insgesamt kann man schon sagen, halb so wild. Eigentlich schon okay. Okay, jetzt passt auf, die will ich verkaufen. Das heißt, die packen wir, würde ich gern wegpacken vom Schnellauswahlbildschirm. Ah, wie kriege ich denn die? Kriege ich die irgendwie wieder weg? Ich habe noch nie versucht, eine Waffe wegzunehmen, ehrlich gesagt. An Aufbewahrung. Ja, ja, machen wir. Ich kann nämlich beim Händler auch aus der Aufbewahrung raus verkaufen. Alles gut, dann müllt mir das Inventar nicht zu. Sehr gut. Gut. Ansonsten haben wir genug Pumpgun-Munition und genug Scharfschützen-Munition. Ich glaube, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich habe das Gefühl, das Spiel wirft uns zwar unglaublich crazy shit entgegen, dafür spart es aber wirklich nicht mit Munition. Ich glaube wirklich, wir dürfen ballern. Ich bin viel zu sehr auf, oh, Vorsicht, wollen wir wirklich mit der Schrotflinte schießen? Eieiei. Aber ich glaube, das ist komplett unnötig. Ah, und hier ist ein Stiefelmesser. Dankeschön, das hätte ich brauchen können. Eine Nachricht vom Manager. Die ist neu. Die gibt's ziemlich sicher nicht im Original. Ich hab's euch vorher allen schon gesagt. Verteilt die Materialien für das Tor nicht überall. Ich habe mich dazu entschieden, das hölzerne Zahnrad mit mir rumzutragen. Wenn ihr es wollt, nee. Doch, wenn irgendjemand von euch das Tor reparieren will, kommt einfach direkt zu mir. Außerdem habe ich gehört, dass eine Frau in roter Kleidung in das Dorf gekommen ist. Wer von euch es schafft, sie zu kriegen, bringt sie zum Tor. Remember to lock it up as soon as possible and don't. Okay, abschließen, keinen Fremden reinlassen. Okay, das heißt, der Kuhkerl mit der weißen Kuhmaske, das war wahrscheinlich der Manager vom Dorf, ne? Den haben wir jetzt kaputt gemacht. So, alle blauen Medaillen haben wir auch abgeschlossen. Ich repariere mal das Tor, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass das wieder eine neue Welle von Gegnern verursacht. Aber gucken wir mal. Ach so, Moment.
Ich höre schon was piepsen. Ich höre da unten schon die Minen piepsen. Aber das sind ja auch in Wirklichkeit, also im Hauptspiel, Stolperfallen zumindest. Die Weinkanne, die ist hier, glaube ich, in Wirklichkeit auch. Da, wo früher der Bierstein war. Ich vermisse den Bierstein immer noch. Muss ich schon sagen. Dass es der Bierstein nicht ins Spiel geschafft hat, ist schon traurig. Ein Rubin. Aber dass die Tür nicht abgeschlossen war, hat mich gerade voll verwirrt, ne? Ich bin ja hingegangen, um zu kontrollieren, ob sie abgeschlossen ist. Aber ich dachte mir, natürlich ist sie abgeschlossen. Eigentlich. Aber nö. Plötzlich Kampf. Okay, den Schlüssel haben wir nicht. Gut, dann können wir das Gebiet, glaube ich, eigentlich... Oh, warte mal. Ach so, doch, genau. Dann können wir das Gebiet hier eigentlich auch schon verlassen. Dann geht's weiter. Ach so, warte, da war ich noch gar nicht drin jetzt, ne? Hätte ich auch im Kampf nutzen können, ne? Naja. Beim nächsten Mal. Oh, guck mal, gelbes Kraut, das ist nice. Machen wir uns gleich mal ein Superkraut für später. So, let's go. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich schaue mich lieber echt nochmal sehr gut um, weil auch Bereiche, die im Hauptspiel eher unwichtig sind, könnten jetzt hier in dem Mod... Was bist du denn für einer? Was machst du denn da drin? Kommst du überhaupt da raus? Bist du da drin gefangen? Bin ich aber gespannt, ob der irgendwas macht. Nö, der steht da einfach nur. Naja, und jetzt ist er tot. Nee, er ist nicht tot. Werden eigentlich alle, ohne Witz, das werden fast alle, glaube ich, zu Plugger. Das wird noch interessant werden. Oh, ich kann das Tor jetzt schon aufmachen. Okay. Das geht aber eigentlich nicht, oder? Eigentlich komme ich hier nicht her. Das ist neu. Oh mein Gott, ich darf jetzt schon die Villa durchsuchen. Oh mein Gott, und hier ist schon Party. Leon, was ist denn los? Ich kann da nicht rausspringen. Ja, wahrscheinlich ist es halt nicht vorgesehen, dass ich da rausspringe, ne? Weil das Hauptspiel eigentlich nicht erlaubt. Deswegen kann man das natürlich auch im Mod nicht. Hey, Messer ist zufällig in dem Mod irgendwie das absolut wertvollste überhaupt geworden. Warum finde ich TMP-Munition? Ich habe noch keine TMP. Was soll das? Das ist unerhört. Hey, warum kann ich in die Villa? Und wo komme ich hin, wenn ich da jetzt hochgehe? Und warum ist es hier so seltsam dunkel? Hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt wirklich irgendwas nicht, oder? Das soll, glaube ich, nicht so sein. Leon, hol die Taschenlampe raus. Ah, die TMP. Na, guck mal einer an. Interesting, interesting, was hier passiert. Okay. Ich frage mich echt, ob die Dunkelheit hier Absicht ist, ob das der Mod macht, aber ich finde es schon ein bisschen krass. Okay, da kommen wir nicht durch.
Ja, sehr okay. Aber cool. Ohne Scheiß, das finde ich schon sehr cool alles. Dass wir hier jetzt schon das Haus ein bisschen durchsuchen dürfen und so. Okay. Quasi neues, optionales Areal mit TMP als Belohnung. Ah, das ist schon ein geiler Mod. Ich mag den jetzt schon. So, die Essenslieferung wird der El-Gigante nicht mehr kriegen. Wahrscheinlich ist er deswegen so wütend. What? Was? Warum ist da eine Leiter? Oh mein Gott, dieser Mod macht mich jetzt schon irre, wie geil das ist. Wieso kann man hier hin? Das ist illegal. Wie geil ist das? Oh mein Gott, wie geil ist das bitte, dass ich hier oben entlang gehen darf. Das ist ja quasi komplett neues Areal. Was zur Hölle ist das? Wo bin ich? Das fühlt sich voll magisch an. Das fühlt sich voll magisch und verboten an, dass ich hier entlang laufe. Das Spiel laggt auch ein bisschen. Riesenkäfer. Wo bin ich? Wo führt der Weg hin? Was zur Hölle, Leute? Oh mein Gott, ist das geil. Das ist gerade so magisch hier. Ich kann euch das gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Versteht ihr? Ich bin hier in illegalem Raum. Aber den Weg gibt's, ne? Der existiert. Der wurde gemacht. Der war eventuell mal irgendwie eingeplant im Originalspiel. Oh mein Gott, wenn der Mod das öfter macht, dass das unfertige und nicht benutzte Areale aus dem Hauptspiel, oh mein Gott, erkundbar werden. Ey, ich liebe alles daran. Ich liebe alles an diesem Mod. Bis jetzt. Ja, die Kämpfe sind schon teilweise ein bisschen voll übertrieben. Und ich glaube, da kommt noch, oh mein Gott, kommt da noch einiges auf uns zu. Aber ich liebe es komplett. Bärenfalle, Vorsicht. Ich liebe es komplett. Wie geil ist das denn? Dass die einem da eine Leiter hinstellen. Oh, wir werden Spaß haben mit diesem Mod, Leute. Ich sag's euch. Pavarazzo. Na, kommt her. Wow, das war knapp. Du Arsch. Ah, shit. Blendgranate wäre auch nice. Oh, da kommt Hammer Bro. Ah, ich dachte, das ist der Hammer Bro. Deswegen habe ich gerade die Duckentaste gedrückt. Gehämmert. Ah. Wow, shit. Hammer Bro meint's ernst. Oh, wir haben... Ah doch, okay, warte mal. Geht doch. Okay.
Ich gehe mal davon aus, dass das noch nicht alles war hier. Un Forastero Schreider. Dann komm doch mal. Dankeschön. Kanados, wir machen den Weg frei. Kopf voran mit der Mistgabel. Ich glaube, der sprengt sich selber. Danke. Aha, ist das gemein. Oh Gott, damn it. Noch wer? Aber ich mag die Sprengstoffleute. Die tun sich immer selber mehr weh als mir. Die sind meine Freunde. Oh nein! Außer jetzt in dem Fall gleich. Oh mein Gott, das wird wehtun, Leon. Oh, shit. Ja, du fluchst oder was? Ich bin hier derjenige, der Grund hat zu fluchen, Mensch. Ich habe im Dorfkampf vorher echt kurz vergessen, also in der letzten Folge aus eurer Perspektive, dass man im Remake nicht unsterblich ist, während man in Animationszyklen steckt, im Gegensatz zum Original. Das hatte ich wirklich voll verplant. Im Remake kann man ja gar nicht einfach die Leiter hochklettern, um keinen Schaden zu kriegen und so. Okay, ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass die Tür verschlossen ist. So, gucken wir mal. Da hinten ist auch nur der normale Schatz, den wir hier erwarten würden. Na, ich gucke mich nochmal ein bisschen um. Damit wir nichts Gutes übersehen. Ich muss mich echt dran gewöhnen, ohne Witz, Leute. Ich muss mich wirklich dran gewöhnen, dass ich in dem Spiel nicht alles mit der Pistole lösen muss. Wir haben jetzt schon ein ganz schön breit gefächertes Waffenarsenal mit echt gut Munition und Granaten. Das Einzige, was mir fehlt, sind Blendgranaten und ich sollte mein Messer reparieren, aber der Mod hier rüstet uns ordentlich aus. Ich darf reinhauen. Ich muss mich nicht immer so zurückhalten. Leon, das ist unsere neue Standardwaffe, okay? Pistole ist jetzt ein kleiner Schlüssel, den wir leider nicht haben. Pistole ist ab jetzt ein präzises Werkzeug. Na, shit, okay, ich hoffe. Oh, puh. Ja gut, so einzelne Gegner wie der jetzt, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, ne? Aber so einzelne Gegner, die können wir schon mit der Pistole noch weiter. Man muss es ja nicht übertreiben. Popo-Schuss. Warte mal. Ich habe da... Ich dachte, ich hätte noch was gehört. Warten da unten Gegner auf uns? Ey, ich höre da definitiv was. Und ich kann es nicht genau zuordnen.
Shit! Stopp! Spürst du das überhaupt? Hui! Und sie hat den Familienring, den man sonst hier so findet. Ah, ist das gut! Okay, Leute, holen wir Luis. Jetzt will ich ganz kurz gucken, ob... Ja, es ist Luis im Koffer, im Sack. Nee, ich glaube, die Cutscenes hat der Mod nicht verändert. Okay, cool. Kapitel 1 beendet. Und was für ein Kapitel das war. Meine Güte, wir durften die Villa schon mal erkunden, die Belagerungsvilla, haben da die TMP bekommen. Wir durften einen, wenn auch nur kleinen, aber immerhin optionalen Pfad mit Hängebrücke erkunden, den man so im Hauptspiel eigentlich gar nicht erreichen kann. Und ganz viele andere verrückte Gegnerpositionierungen, wie beispielsweise eine Kettensägen-Lady, die am Schluss Luis noch bewacht. Und das ist erst der Anfang, Leute. Es wird crazy und ich freue mich auf alles davon. Vielen Dank fürs Zusehen. Kauft bei Holy ein mit dem Code LSBR 5 Euro Rabatt für eure erste Bestellung mit dem Code LSBR10, also wie Land, Squid, Bird Rider. 10% auf alle eure Bestellungen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tüdelüchen.